Bauen wir hier ein bisschen Löcher zu währenddessen. Wir können euch ja helfen. Sollen wir? Ja, von uns aus. Play, Waffen, Rüstung. Wo sind die denn? Bei der Burg. Das müssen uns dann sagen. Ach, da sitzt du in Burg oder in den Tower rein oder was? Der zerstörten Burg, ja. Und da hockt der fette Golem oben. Richtig, aber richtig ein dicker. Wie gehen die einfach ohne uns in die Burg rein? In der Burg an sich selber ist ja nix. Nee. Wo ist denn die? In welche Himmelsrichtung von zu Hause? Ein Stück weiter, als der andere Tower, wo wir eben drin waren. Einfach ein Stück weiter nach Westen. Weiter nach Westen. Wird schon wieder dunkel, ne? Da ist voll der Blutfleck am Boden, wo ich runtergefallen bin. Fisch das auf, bevor es. Also, was das betrifft, muss ich sagen, gefällt mir das Modpack sehr gut. Magst Blut? Ja, weil man hier so oft stirbt. Nee. Ach, das ist normal. Ich kann jetzt nicht zu euch kommen, mein Schwert ist so völlig im Arsch. Warte mal, wie kann ich das jetzt reparieren? Blöde Dreckschwert. Was soll denn das hier sein? Hier ins Wasser? Nee, auch. Wo ist denn da eine Burg? Ich sehe da keine Burg. Ach, Happe. Du siehst doch nie was. Wieso kriege ich mein Schwert nicht repariert? Sag mir das mal. Weil der falschen Stoff benutzt vielleicht, weiß ich nicht. Das ist kein Obsidian. Das ist Obsidian Totem. Siehst du? Dum dum dum. Alter. Jetzt habe ich auch Standbild hier. Also ich bin wahrscheinlich bei euch in der Nähe. Kann das sein, dass ihr da öfter mal Standbild habt? Ja. Alter, was the Blaze. Hallo Blaze. Hallo. Wo ist jetzt die Burg? Also die kann man eigentlich nicht übersehen. Wir sind, ich bin Richtung Westen gelaufen bei dem Turm, wo wir vorher waren. Und bin jetzt hinter dem Turm, sehe da nichts, was wie eine Burg ist. Dann rennen wir von da aus nach Süden. Siehst du einen ganz dicken Baum? Nein. Renn von dem westlichen Turm einfach nach Süden. Über den kleinen Fluss drüber. Ja, aber dann ist der doch nicht, dann ist es doch von zu Hause aus gesehen nicht bei dem Turm. Ey Leute, also, ne, Geografie setzen 6, ganz ehrlich. Gerade mitten in der Nacht. Du musst hören, was wir meinen, nicht das, was wir sagen. Du musst riechen, was ich scheiße, nicht das, was ich, furze. Gegessen habe. Ist immer Spinat. Oh, hier ist ein Schaf mit einem schönen Hut. Töte es. Rote Wolle. Höfchen. Kann man da so hoch oder sieht er einen sofort, Blaze? Das Problem ist, der steht, glaube ich, ziemlich weit an der Treppe. Und ich bin gerade vorhin nur ein Stückchen hochgegangen. Und dann hat er mich quasi schon wieder bearbeitet. Aber der teilt echt gut aus, weil, wie gesagt, Special Mob mit Giftschaden und, ja. Wo ist denn der scheiß Tower jetzt wieso, hier? Wieso schon wieso, wieder? Wieso? Ja, die Kiste, Fuchs, die Kiste. Ich wollte was essen. Ja, die Kiste. Essen hätte ich hier. Oh, ich bleibe jetzt hier einfach stehen. Und lass mich töten. Wieder mal. Nee, ich, ich hatte Essen. Ich wollte was essen. Wo geht's denn in den Tower hoch? Siehst du da Dreck? Pfeiler? Habt ihr euch hochgebaut oder was? Ja, natürlich. Kommst du nicht anders hoch? Der ist doch halb weg. Jetzt liegt hier schon wieder ein Gravestone. Ach ja. Hast du eine Treppe da hochgebaut oder eine Leiter oder sowas? Nee. Ja, umständlich auch noch. Hätte auch ein billiger Tower sein können. So, liebe Zuschauer, ich werde mal eben kurz. Habe, wie lange haben wir noch in der Aufnahme? 53 Sekunden. Okay, gut, dann. Das stimmt doch schon wieder um 3 Minuten, nicht bei euch. Was? Ja, das sind. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ihr wisst schon, wo es hier lang geht, ne? Meine nächste Aufnahme fängt ein paar Sekunden später an, macht ja auch nichts. Wie später? Ja, ich muss mal schnell wohin zwischendrin. So? Ja, das hat sich gereimt. Darf ich die ganze Zeit in dieser Burg rum? Oder diese. Die sind im Tower. Bis gleich. Tschüss. In dem Burg ist ein Tower. Ja, das kann schon sein, dass da ein Tower ist. Ja, er hat leider keinen Eingang, da muss ich nicht hochbauen. Lauf jetzt einfach den Blaze hinterher, der wird schon wissen, wo man hier lang muss. Vor allen Dingen, Blaze, Mann! Du baust hier einfach hoch, dadurch kann das Vieh nicht nach oben und ich muss das dann umbringen. Hab ich irgendwas?
außer ein bisschen Dreck in der Hand. Oh, oh, Meteor. Vermutlich. Hm. So, bin wieder da. Ich auch, bin direkt hinter dir rausgekommen. So, ich muss dann ganz kurz mal verabschieden. Schon wieder verabschieden, hä? Wir sind bei 1 Stunde und 5, wie kannst du dich jetzt verabschieden? Ahoi und herzlich willkommen. So. Was nicht angezählt, konnte ich nicht rülpsen. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Fühl ich nicht mehr. Dann halt nicht. So. Hier, hier drüber ist der, oder was? Ja, genau. Ich werde diese Kiste hier nicht mehr anfassen. So. Wo steht der denn oben? Wo seid ich denke mal ziemlich nah an der Treppe. Also wenn du da die Treppe hochgehst, dann pulst du schon. Und pass auf, wie gesagt, Giftschaden. Ja. Und ich glaube, du solltest den nicht alleine fighten. Oh shit. Warte, was ist jetzt eigentlich, wenn ich da hochgehe und versuche? Geh einfach. Oh, scheiße. Das ist ein Skelett. Geh hoch und loot dein komisches Ding. Ich kann nicht wegen dem Skelett hier. So, ich probier's. Das ist lustig hier. Wie lange hält das Ding jetzt ab? Ewig. Wieso habt ihr schon wieder losgelegt? Ich wollte nur mal gucken. Boah, wie lange hält das Gift an? Das hält schon. Oh nein, schon wieder. Oh Mann. Wieso rennt ihr weiter weg? Hier ist doch. Oh shit. Was? Was ist denn los? Ich weiß nicht, was Mann, jetzt ich kam nicht runter wegen dem Dreckskelett. Ja. Ich verstehe auch gerade nicht, was los ist, aber die werden schon wissen, was Phase ist. Ich glaube, also. Raza hat den da oben alleine angegriffen. Das war, glaube ich, nicht so gut. Und dann war da so ein Gift und ich glaube, man muss ja die ganze Zeit Wasser auf dem Fußboden haben, sonst geht man kaputt. Ach, Harpe, du hörst uns ja, doch nie zu. Feuer. Ja, wie denn auch? Ich bin doch gerade erst hierher gekommen. Du hörst uns auch sonst nie zu. Du ignorierst uns. Also das Skelett ist tot. Gar nicht. Das geht, wenn in einer pult, kann ich oben mein Zeug holen. Aber wie gesagt, das scheiß Skelett hat mich angegriffen. Ja, zum das Katze. Scheiß Skelett ist jetzt tot. Ich habe jetzt mal das Wichtigste geholt für dieses Mob. 5 Eimer Milch. Die werde ich gleich im Kampf saufen. Oh, das ist überhaupt eine gute Idee. Bringen wir für jeden einen, würde ich sagen. Ja, für mich, ja, einer wird ja nicht reichen. Du brauchst schon 5, 6. Okay. Oh ja, schieß mich doch vorher schon tot. Dieses komische Gewusel, was da gerade die Treppe hochläuft. Weißt du, was das ist, Daniel? Was? Diese oh, jetzt hab ich keine Steine mitgenommen, jetzt kann ich mich gar nicht hocharbeiten, ne? Geht er jetzt nicht das hoch? Das ist ein Vengeance ich hab genug dabei. Ghost oder so. Da oben steht er, die kleine Drecksack. Rare Regenerating Battle Tower Golem, the Deadly Chalice. Ich bin gleich tot, super, hier sind so viele Mobs. Fiery Regen Poisonous und Zapper. Okay. Wo bist du denn? Na, hier hochgegangen. Alter. Gib mir mal irgendwelche Steine zum Hochbauen. Ich kann euch da auch Wasser runterlassen, dann könnt ihr direkt mit einem Fahrstuhl hier hochfahren. Mach das doch mal. Seht ihr den Wasserfahrstuhl? Nein. Auf der anderen Seite. Warte mal, ich muss ja erstmal hier unten meine Sachen suchen. Nein! Warte, ich mach euch den Fahrstuhl, ja? Mach mal an, aber ich muss erstmal mein... Ah, hier ist mein letzter Torespunkt, hier ist er doch. Dann nehme ich meinen jetzt wieder weg. Oh, hier meine Items wieder. Wobei das von hier kürzer wäre als von der anderen. Oh Gott, was mache ich denn? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Oh Gott. Kannst du Brother zu mir sagen? Ich hab gleich sowas von keinen Bock mehr. Was ist denn los heute mit dir, Blaze? Zum 10. Mal gestorben, nur weil ich meine Items wieder will, ne? Ja. Und weil da so ein Drecksgolem oben ist. Was passiert, wenn man eigentlich da oben die ganze Decke abbaut und der dann irgendwo runterfällt? Explodiert dann auch der Turm? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ist eine schlechte Idee, weil sonst hängt mein Grabstein oben in der Luft und im Moment ist er noch da. Ja, dass man nicht alles wegmacht, aber so, dass der Golem halt einfach runterfällt. Der fällt ja nicht runter. Boah, bist du Pessimist, ey. Wo ist denn jetzt der Radlermoon überhaupt? Ich bin unten, ich sehe euer Wasser, ich komme mit dem Wasserfall. Die Gollerschweizer Kräuter. Bon, bon. Ich muss nur mein Stuff holen. Achso. Weil mein Stuff war ja unten. Aua. Soll ich nochmal runterlassen? Töte oder mich, ja, töte mich nochmal. Also ausgemacht, mich noch mal. Komm. Wasser hoch. Ja, jetzt ja ich hab dich nicht gesehen. So, kommt runter. Mann. Na super. Hallo Skiller, hallo Zombie. Ah, es teilt sich so, das Wasser ist so ätzend, ey. Sei nicht böse jetzt mit dem Brother. Der schwimmt gerade hoch. Was steht da gerade? Parting enabled?
Farting disabled. Wenn ihr P drückt, könnt ihr Furzen an- und ausmachen. Was war denn nochmal Hüte für Haar? Der Fahrstuhl ist gerade echt ungünstig. Wieso? Weil ich da nicht hochkomme. Fast tot. Monster hier. Ich nehme ihn weg. So. Es ist schon wieder hell draußen. Wenn du ihn wieder haben willst, musst du sagen, ne? Nee, ich brauch den nicht. Okay. Der kommt nicht da oben runter, ne? Der bleibt immer da oben auf den Stockwerk, oder? Ja. Das heißt, theoretisch kann man immer hier runter trinken, hier unten seine Milch trinken und dann wieder hochgehen. Theoretisch. Aber der regeneriert, ne? Nur so. Ja, jetzt muss halt einer oben weiterkämpfen in der Zeit. Ich muss ja nur mein Zeug abbauen. Mehr muss ich im Moment erst gar nicht. Hat, ja? Und vor allen Dingen, wenn du vergiftet bist, Wasser hinstellen, dann kannst du zumindest nicht verbrennen. Wasser sollten wir auf jeden Fall hinstellen, weil der hat nämlich feurig als Aspekt. Ja, dann mach doch am besten gleich hier irgendwo so ein Wasserloch, wo man immer reinspringen kann. Nee, Feueraspekt hat er eigentlich nicht, er schießt halt nur die Feuerbälle. Also wenn ich den angucke, steht da Fiery. Er hat Feueraspekt. Ich bin Daniel, komm mal bitte, Feuer Daniel, komm mal bitte her. Ich bräuchte vorher vielleicht noch was zu essen, weil mit 4,5 Herzen. Ja, mach dein Wasser in die eine Ecke, ich mach meins in die andere, dann haben wir in Infinity. So. Ich hab auch noch was einmal dabei. So du darfst ihn nicht aus der Ecke wegnehmen, du musst ihn dann von der Mitte wegnehmen. Achso. Sonst funktioniert das Infinity nicht. So, essen, Herr Blaze. Pass auf, wir machen hier eine große Wasserpfütze hin. Dankeschön. Bitteschön. Mach aber nicht unser Infinity kaputt. Zuerst mal regenerieren. Ich hab doch noch Wasser dabei, keine Sorge. So, und dann oben schon meinen Grabstein abbauen. Darf halt dann nur keiner in der Nähe stehen, wegen Einsammeln. So, das ist groß genug für uns alle, siehst du? Ja. Also ich stehe ziemlich oben direkt an der Treppe. Mein Grabstein steht da. So, ich gehe jetzt da hoch und kämpfe gegen den. Okay, und dann kommst du runter und trinkst die Milch. In der Zeit kann ein anderer von euch kämpfen. Ja, dann bräuchte der andere aber auch Milch dann. Also ich gehe gleich mit hoch und baue mein Zeug ab. Pass auf, hier links in die Ecke schmeiße ich mal zwei einmal Milch hin. Warte mal, nee, warte, ja, oder, genau, nimm mal einen. Warte mal. Ich habe einen genommen, genau. Boah, und dann kriegt der System-Neo noch einen, da hinter dir. Da hier hinten, ja. So. Blaze, willst du auch einen Eimer haben? Nee, ich möchte nur mein Zeug da oben haben. Wir wollen doch fertig machen auf dem Bob. Das ist egal. Da muss ich mich ein bisschen umbauen hier. Gut. Ja, Blaze kämpft gerade mit einem Knochen, da würde er nicht viel ausrichten können. Okay, also. Habe ich noch Rüstung? Ja, ne? Und dann wechseln wir jetzt ab, oder wie? Ja, ja. Das war der Plan. Wo ist mein Essen? Da. Ich gehe gleich mit hoch und baue den Grabstein ab. Jo, ich guck mal, wie lange ich da oben überlebe. Und ja, los. Schauen wir mal. Wo ist mein Grabstein? Ich sehe ihn nicht. Fast tot. Tschüss. Ich sehe ihn nicht. Wo ist mein Grabstein? Der ist nicht mehr da. Nicht mehr? Nope. Nicht mehr wirklich. Oder ich sehe ihn gerade nur nicht. Nein, jetzt ist mein Grabstein oben. Alter, was macht der denn da für Lärm? Was ist für ein Bienenschwamm um sie rum? Ich höre gerade gar nichts, weil er so schreit. Was macht denn der da? Fuck, jetzt liegt mein ganzes Zeug da oben. Meins ist nicht mehr da, wie gesagt. Ganz komisch. Das ist doch ätzend. Kann man die nicht aus der Entfernung mit Bogen kaputt schießen, wenn man sich da so ein paar Sachen hinbaut, wo er nicht der regeneriert kann? Zu schnell für einen Bogen. Weil wenn wir das zu viert machen... Ich meine ja nur, mach jetzt keinen Scheiß da, Daniel. Das ist mein Zeug da oben. Ist da vielleicht noch irgendwo? Ah, da ist mein Grabstein. Ne, das ist Russes Grabstein normalerweise. Ja, das ist meiner. Lass ihn mal den da bitte liegen jetzt. Learn to fart. Jetzt kannst du auf Kommando, oder? Nee, keine Ahnung, was das ist. Ah, jetzt bin ich auch in die falsche Richtung gerannt, ey. Wo ist mein Grabstein? Übrigens, der Golem ist runtergefallen. Wohin denn? Und jetzt? Mach den nicht kalt. Wo ist mein Grabstein? Wir machen den nicht kalt. Wenn der runtergefallen ist, ist doch gut. Ich krieg jetzt random immer mal von dem, was verpellt. Ja, du musst da einfach jetzt im Wasser stehen bleiben. Ja, bleib ich auch. Bis das aufhört. Meine Milch ist schon ausgetrunken. Wo ist mein Grabstein? Puh. Gute Frage. Wird der ersetzt durch die nächsten Grabsteine, die du kriegst, weil der noch ein paar Mal gestorben ist? Oder? Nö, die bleiben normalerweise alle erhalten. Ja, dann muss der irgendwo sein. Ist der noch da oben sein? Weil ich bin irgendwo hier oben gestorben. Läuft jetzt unten rum, oder wie? Also hier ist ein Grabstein, steht hier. Das ist aber ich weiß nicht, von wem der ist. Das ist Rosas. Hallo? Läuft der jetzt unten rum, oder was? Ja. Können wir jetzt hier oben looten, die Kiste, oder nicht? Nein, dann geht der ganze Power in die Luft. Und Raza muss noch seine Sachen abholen. Hier ist er. Das ist der von Raza. Das ist der von Raza, sagt Blaze. Yep.
Bin irgendwo auch hier gestorben, aber